Das Titelbild für das neue Dein Spiegelheft hat diesmal besonders viel Spaß gemacht, weil wir ganz viele Musikinstrumente im Studio hatten und uns vorher überlegt haben, dass wir als gutes Symbol für welches Instrument passt zu mir, einen einzigen Jungen zeigen, der auf 5 oder 6 verschiedenen Instrumenten gleichermaßen gut spielen kann und dass wir den zusammen komponieren, montieren, dass daraus ein tolles Bild wird. Und dieser Junge heißt Carlsson und er selbst, muss ich ganz ehrlich sagen, spielt nicht so richtig ein Instrument, aber wir hatten keine große Mühe, ihm zu zeigen, welches Instrument er wie bedient, damit es so aussieht, als ob. Was man bei uns beim Blick hinter die Kulissen diesmal hört, er konnte die nicht wirklich alle spielen, aber er war so begeistert, dass sein Vater wiederum ganz glücklich war, das von uns zu hören, dass sein Sohn offensichtlich Talent hatte. Und das sieht man auf den Bildern. Wir hatten unheimlich viel Spaß dabei. Und am allermeisten Spaß hatte er natürlich beim Schlagzeug, ist doch klar. Macht Lärm, sieht gut aus und man kann sich cool bewegen. Und ich finde es auch cool, wie er den Fuß auf den kleinen Verstärker da wie ein altgedienter Rockprofi draufstellt, als wenn er es schon 100-mal gemacht hätte.